Also wir wollen nachhaltig darauf aufmerksam machen, und zwar nicht alleine, sondern über 200 Einrichtungen in Deutschland und weltweit, dass es sich lohnt, Regeln für das Internet aufzustellen, die Kinder und Jugendliche schützen und zu Persönlichkeiten im Internet zu machen. Unbedingt. Also wer aufgibt, hat sozusagen schon verloren, und das kann es nicht sein. Ich glaube, das Bewusstsein wird bei immer mehr Menschen und Institutionen größer, dass man sagt, ja, das Internet ist ein Raum, aber kein freier Raum, sondern ein Raum, wo es durchaus Regeln gelten muss. Und wenn sie nicht ausgesprochen sind, dann muss man daran arbeiten und sie aufzeigen. Also der respektvolle Umgang im Netz würde für mich bedeuten, dass Nutzer selbstbewusst sind, informiert sind über die Möglichkeiten, dass sie nicht verletzend sind, dass das Netz informativ ist, aber nicht beleidigend, dass das Netz weitreichend, weiterhin sehr frei bleibt, aber nicht diskriminierend gegenüber Frauen. So habe ich jetzt schon einige Punkte genannt, die ich ganz wichtig finde. Das Netz muss eigentlich zu einem Raum entwickeln, der eine neue Gesellschaft zulässt. Naja, Kritik hört auf, wenn sie verletzend ist, Angst einflößt, beleidigend ist. Da denke ich, hört Kritik auf. Und Kritik muss sein, wenn sie fair ausgesprochen ist, wenn sie sachlich ist, wenn sie begründet ist. Dann ist Kritik hilfreich.